Tja, also Yunus, mittlerweile mein Freund geworden. Und ich glaube, unser aller Freund hier, es sind viele aus der Künstlergruppe Kalamov auch anwesend. Und er hat mich einfach gebeten, dass ich ein paar Worte oder mir ein paar Gedanken mache, weil er sagte, Graf, musst du dir Gedanken machen, ja, was du kannst sagen über mich. Und ich habe das hier aufgeschrieben, also meine Gedanken zu Yunus und hoffe, ich habe damit auch den Tenor der anderen Anwesenden der Künstlergruppe getroffen. Und das haben wir hier mehrfach vorbereitet, das können Sie sich vielleicht dann auch gleich mal nehmen, denn ich denke, in so einer kurzen Rede geht da vieles auch unter und vielleicht kann man da halt noch mehr über den Künstler erfahren und wir können da auch gleich mal drüber sprechen, wenn wir uns hier mal durch die Ausstellung begeben und mal schauen, was Yunus da alles so an Meisterwerken geschafft hat oder geschaffen hat. Und ich möchte halt nur kurz sagen, seine Stärke ist also eindeutig die Porträt- und die Aktmalerei. Und es war ja so, dass zu alten Zeiten die Maler und Künstler halt die Damenbeschöpfung als Musen- und Inspirationsquellen gesehen haben. Und in der griechischen Mythologie sind halt die Musen die Schutzgöttinnen der Künste. Und hierhinter verbirgt sich letztendlich nichts anderes als die antike Vorstellung, dass das Denken und die Kreativität nicht aus uns selbst heraus entspringt, sondern uns durch die Götter vermittelt wird. Und so malt Yunus eben auch von außen nach innen, wie er mir erklärte. Er nimmt zuerst den metaphysischen Faden zum Modell auf, stricht ihn dann zu einem festen Band und in dieser gegenseitigen Verbindung kann dann wirklich ein Meisterwerk entstehen und auch viele dieser Meisterwerke sehen wir hier eben. Und im Auge liegt nun die Krüh, denn es ist das Instrument, Malerei zu erfassen, Eindrücke aufzunehmen, Kunst zu erleben und zu geben. Sie können lachen, weinen, heiter und verträumt sein. Trifft der Blick des Modells den des Meisters. So ist es geglückt. Denn es kann nun alles geschehen oder nichts. Jedes Kunstwerk wird in geweihter Stunde empfangen und in glücklicher geboren. Oft dem Künstler unbewusst, aus innerem Drange des Herzens. Zitat Caspar David Friedrich. Seine Realität eben ist das Leben als Dozent, in denen er es schafft, seinen Schülern all seine Facetten seines ganz immensen Könnens darzulegen. Und wenn es dann oft so weit ist und es gibt ein bisschen was zu kritisieren, dann verweilt er nicht selten nur kurz an einem Zeichenblock oder Leinwand und wird also nicht müde, seinen Studenten alle Facetten seines künstlerischen Könnens darzulegen. Ich sehe schon einige lachen hier, es ist also tatsächlich so. Und in diesen Momenten aber kann man von all dem profitieren, was der Lehrer kann und bereit ist zu teilen. Denn sein Geist wird in jedem seiner Schüler weiterleben. Manche werden hier sagen, ich habe bei Kalamov gelernt. Und ich denke, da können alle, die hier auch von der Künstlergruppe anwesend sind, sehr stolz darauf sein. Denn wir haben wirklich sehr, sehr viel bei ihm gelernt. Gut ist es auf jeden Fall, aber manchmal ist es auch schwierig, denn genauso wie er lobt, so kritisiert er auch. Und seine Realität ist aber auch das Gespür für den Charakter seiner Schüler, denn er geht dabei immer freundschaftlich zu. Und ich habe da mal ein paar humorvolle Zitate zusammengetragen. Es gibt da sicherlich noch mehr, weil ich bekomme ja nicht alles mit, was er so in seinen Kursen erzählt. Aber die, die ich mitbekommen habe, die lauten folgendermaßen. Das ist kein Kämpfer. Der sieht aus wie ein kommunistischer Gemüseverkäufer. Das war an mich gerichtet und ich musste sehr lachen. Das ist mir immer in Erinnerung geblieben. Das ist kein Drache. Das sieht aus wie ein hysterisches Huhn. Es sah also tatsächlich so aus. Ein Freund hatte versucht, einen Drachen zu malen, aber man sah dann etwas über die Leinwand hüpfen, was wirklich... Also er hat es genau gepasst. Also er hat auch da einen fantastischen Blick halt für die Dinge. Denn er sagt zu mir auch immer, Graf, wenn du abstrakte Kunst machst, musst du aufpassen, welche Assoziation kommt. Denn gerade in der abstrakten Kunst kann man also alles Mögliche hineininterpretieren. Und da können dann auch sehr merkwürdige Interpretationen kommen. Wie zum Beispiel bei ihm, als ich mal versucht habe, eine Vase zu malen. Dann kam er von hinten an und sagte, Graf, du musst eine feine Vase malen. Das sieht aus wie ein Bierkrug. Und zum Schluss dann noch aus der Aktmalerei: Hat die Frau auch einen Kopf oder kennst du Menschen ohne Köpfe? Und
das ist eben seine Realität als Lehrer. Und vielleicht noch mal ein paar Worte zu seiner Fantasie. Das ist eben die Hingabe an die Malerei. Die Hingabe an alle Möglichkeiten, die in ihr liegen. Das Verborgenste eines Menschen nach außen zu bringen und zur Ausformung seiner tiefsten Gefühle werden zu lassen. Somit als Mittler zwischen Künstler und Betrachter zu werden und die ihr immanenten Geheimnisse anschaubar und erlebbar zu machen. Ein Kunstwerk lebt in den meisten Fällen von der Anschauung und es kann als Abbild einer geistigen Idee oder eines gefühlten Zustandes des Künstlers beim Betrachter vielerlei Assoziationen hervorrufen. Erlaubt daher Rückschlüsse auf des Künstlers Geistes- und Seelenleben. Für Karimovs Werke erfühle ich persönlich Anmut, Schönheit, Ausgeglichenheit, Ruhe, Fantasie, Reinheit, Tiefsinn und vor allem Melancholie. Wir haben uns auch schon öfter ausgetauscht und wir beide glauben, dass zum Beispiel halt diese melancholische Seite auch eine Seite ist, die gerade das russische und das deutsche Volk halt sehr stark verbindet. Denn beide Völker haben tolle Komponisten hervorgebracht, lieben die Schönheit der Malerei, haben einen sehr reichen Schatz an Volksmusik und eben, wie wir dann sagten und wie wir auch beide fühlen, ein tiefsinniges und melancholisches Herz. So, und so hat Karimov eben beide Welten, die Realität als Lehrer und seine Fantasie als Künstler. Ich persönlich jedoch glaube, dass er seine Fantasie noch ein klein wenig mehr liebt. Vielen Dank.